Auf der Max-Brauer-Allee soll der Ausbau der Fahrradwege weiter vorangetrieben werden. Wie die Verkehrsbehörde am Freitag mitgeteilt hat, sollen ab Mai die Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt zwischen der Eggerstedtstraße und der Goethe-Allee beginnen. Dabei soll in Fahrtrichtung Altona ein Sonderfahrstreifen für den Bus- und Radverkehr entstehen. In entgegengesetzter Richtung sollen sogenannte Kopenhagener Radwege mit baulicher Trennung zum Autoverkehr entstehen. Auf dem Abschnitt bis zur Holzenstraße sind bereits verstetigte Fahrradspuren vorhanden. Im kommenden Jahr soll dann der nächste Abschnitt in Richtung Altonaer Bahnhof ausgebaut werden.